Der Schlaganfall ist eine akut lebensbedrohliche Erkrankung, die bei vielen Menschen, wenn er nicht frühzeitig diagnostiziert und behandelt wird, zu einer bleibenden Behinderung führen kann. Wir haben ungefähr 250.000 Schlaganfälle in Deutschland. Alleine hier in Bergisch Gladbach behandeln wir über 1.000 Schlaganfälle im Jahr. Das sind Patienten, die mit einer akuten neurologischen Symptomatik zu uns kommen. Und wie gesagt, wenn man sie nicht frühzeitig therapiert und auch diagnostiziert, dann bleibt eine Behinderung. Das kann eine Lähmung sein, das kann eine Sehstörung sein, eine Sprach- oder Sprechstörung sein. Also auf jeden Fall Dinge, die dazu führen, dass der Patient nachher auf Hilfe angewiesen ist. Wir haben hier in der GFO-Klinik Rheinberg eine Schlaganfalleinheit. Das ist eine spezielle Einheit, die dazu geeignet ist, Patienten mit einem akuten Schlaganfall aufzunehmen, innerhalb weniger Minuten die Diagnose zu stellen, auch nach der Ursache des Schlaganfalls zu fahnden und das zu diagnostizieren. Aber was ganz wichtig ist, wir haben die Möglichkeit, bei diesen Patienten frühzeitig eine Therapie einzuleiten, sodass frühzeitig bereits der Schlaganfall wieder verbessert werden kann. Meistens ist der Schlaganfall ja eine Durchblutungsstörung. Das heißt, ein Blutgefäß hat sich zugesetzt durch einen Thrombus, das ist ein Blutgerinnsel. Und wir haben die Möglichkeit, durch spezielle Medikamente dieses Gerinnsel wieder aufzulösen, sodass das Blut wieder fließen kann. Und dadurch kann die Symptomatik des Schlaganfalls deutlich vermindert oder bei vielen Patienten sogar aufgehoben werden, sodass der Patient auch wirklich auf eigenen Beinen wieder nach Hause gehen kann. Im Rahmen der Corona-Pandemie kommen weniger Schlaganfallpatienten zuerst zu uns. Das heißt, es gibt aber ja nicht weniger Schlaganfallpatienten. Die Patienten kommen nur nicht, sie haben Angst. Besonders die Patienten, die eine leichte Symptomatik haben, nur eine leichte Schwäche eines Armes, eine Gefühlsstörung oder eine leichte Sehstörung, möchten dann erstmal zum Hausarzt gehen. Aber dann ist es häufig zu spät. Das sind meistens Vorboten. Danach kommt dann der manifeste Schlaganfall mit einer schweren Symptomatik. Wir haben ein spezielles Hygienekonzept hier. Alle Patienten, die hier zu uns kommen, werden auf eine spezialisierte Einheit aufgenommen, die werden getestet für eine Corona-Pandemie. Es gibt spezielle Hygienerichtlinien von der Pflege her, von den Therapeuten her, von den Ärzten her und natürlich auch im Rahmen der Diagnostik. Das ist ganz, ganz wichtig, weil Schlaganfalltherapie ist nicht nur die schnelle Hilfe durch Medikamente, durch die Diagnose, sondern auch schnelle Hilfe durch Therapeuten. Das heißt, sofortige Mobilisation des Patienten, sofortige Therapie einer eventuellen Schluckstörung, einer Sprach- oder Sprechstörung, sofortige Hilfe, wenn jemand eine Sehstörung hat. Das muss direkt am ersten Tag schon beginnen und dafür haben wir spezielle Konzepte hier. Zweiter Punkt ist, ja, Corona macht etwas mehr Schlaganfälle. Weil im Rahmen der Corona-Erkrankung sind nicht nur Allgemeinsymptome wie Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Fieber, sondern Corona kann auch zu einer leichten Aktivierung des Gerinnungssystems führen. Das heißt, dadurch können eher kleine Thrombosen entstehen und gerade auch bei jüngeren Menschen. Und deshalb ist es so wichtig, dass gerade jüngere Menschen, die eine Symptomatik haben, wie ich eben schon gesagt habe, Sprechstörung, Sprachstörung, Sehstörung, Gefühlsstörung, sofort kommen, weil die sind sogar mehr gefährdet häufig als ältere Patienten. Natürlich haben ältere Patienten noch andere Risikofaktoren, Übergewicht, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck, Hypercholesterinämie, all diese Dinge spielen natürlich noch zusätzlich eine wesentliche Rolle.